Hallo, mein Name ist Shakib Karimi. Ich bin ein ehemaliger Flüchtling und bin damals mit der berühmten Welle vom Iran nach Österreich geflüchtet. Und bei diesem Video möchte ich jetzt erzählen, wie das damals bei mir war und was ich alles mitgenommen habe. Ich bin in einer ziemlich großen Familie mit 10 Kindern in Afghanistan geboren. Mein Vater hat damals in der heutigen Ukraine studiert und war ein gebildeter Offizier in der kommunistischen Regierung von Afghanistan. Und als die Regierung von den Islamisten niedergeschlagen worden ist, mussten wir alle in den Iran fliehen. Und ich habe mein Leben lang im Iran verbracht und bin dort aufgewachsen. Als Afghaner war ich im Iran ein Mensch, der ohne irgendwelche Rechte gelebt hat, habe nichts gehabt, keine Papiere, durfte nicht mal die Schule besuchen und Uni, und das war sehr schwer für mich, weil ich bin jemand, der sich ausbilden und weiterbilden möchte. Und ich habe mir gedacht, jetzt fliehe ich nach Österreich, nach Europa und baue mir ein neues Leben und eine neue Zukunft und werde erfolgreich. Und das habe ich gemacht und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe bis jetzt. Es gab viele Sachen, die ich nie in meinem Leben vergessen werde. Es gab Momente, wo man nicht gewusst hat, was in den nächsten 10 Sekunden passiert. Es war ganz, ganz schwer. Ich habe einen Monat lang ohne nichts, einfach ohne nichts versucht weiterzukommen. Und als ich dann da war in Österreich, habe ich mich sehr gut gefühlt und ich wusste, dass es endlich fertig ist, weil ich bin durch 8 Länder gekommen, zu Fuß, mit dem Boot, mit dem Zug. Es war ganz, ganz schwer, aber als ich dann da war, habe ich mich sehr gut gefühlt. In der Grenze von Iran und der Türkei war es ganz schwer, weil wir dort von der Polizei erwischt worden sind, oft, und auch als wir auf dem Meer waren, nach Griechenland. Das war auch ganz schwer, weil wir waren in einem Boot, in einem sehr, sehr kleinen Boot, das eigentlich für 8 Personen geeignet ist, aber wir waren 75 Personen und 2 Stunden lang auf dem Meer. Und da habe ich so den Tod gespürt und ich habe gedacht, das ist das Ende meines Lebens. Das haben wir aber auch geschafft und ja, das war ziemlich heftig für mich. Ich bin mit einer Familie gekommen, die wir gekannt haben im Iran. Und die Familie bestand aus den Eltern und 2 kleinen Kindern. Und ich habe den Kindern geholfen, als wir in der Türkei waren, in den Gebirgen, als wir zu Fuß gehen mussten, und habe den kleinen Sohn auf meinem Rücken gehabt, stundenlang, und habe der Mutter geholfen. Das war mir sehr, sehr wichtig, obwohl das nicht so leicht ist, weil da muss man nur auf sich selbst schauen und schauen, dass man weiterkommt, weil wenn man nicht auf sich schaut, dann kann es sein, dass man stirbt oder dass man es nicht schafft. Aber mir war eben wichtig, dass wir alle zusammen alle das schaffen und weiterkommen. Und deswegen habe ich auch auf die anderen geschaut und es war eine Zusammenarbeit sozusagen. Einen werde ich nie vergessen, das war eben, wie erwähnt, in der Grenze von der Türkei und vom Iran. Da wurde ich sogar von der türkischen Polizei geschossen, aber sie haben mich nicht erwischt. Das war ein Glück, das ich gehabt habe, aber das war eben genau der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt gebe ich auf, jetzt kann ich nicht mehr, egal wohin, ich laufe einfach weg. Aber trotzdem
bin ich da geblieben und hab's geschafft. Hab nicht aufgegeben, das war eben wichtig für mich. Also ich muss schon sagen, dass ich mich am Anfang fremd gefühlt habe. Das hat aber nicht lange gedauert, weil ich nach ein paar Tagen eine Gastfamilie gefunden habe, bei der ich immer noch wohne, hier im 8. Bezirk in Wien. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen, weiterzukommen, die Sprache zu lernen, mich zu integrieren, in die Schule zu gehen. Mittlerweile, ich bin jetzt fast 4 Jahre da und habe meine Matura fertig abgeschlossen und werde bald beginnen zu studieren. Ich arbeite jetzt im Sommer, habe einen Sommerjob. Nur, was mich gestört hat in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren, war, dass ich meinen Asylbescheid nicht sofort bekommen habe. Also ich wusste einfach nicht, was jetzt mit mir passiert, ob ich hier bleiben darf oder nicht. Der Prozess hat bei mir 3 Jahre lang gedauert und dann habe ich endlich letztes Jahr im Juli meinen positiven Asylbescheid bekommen und seitdem weiß ich, dass ich hier bleiben darf, dass ich hier mein Leben bauen kann und dass ich eine Zukunft habe. Wie gesagt, ich war ja in der Gastfamilie und sie haben versucht, mit mir immer wieder Deutsch zu lernen am Anfang und haben sie mich in einen Deutschkurs geschickt, der wirklich gut war und ich habe innerhalb von 8 Monaten C1-Zertifikat bekommen und konnte eigentlich ganz fließend Deutsch reden, schon damals im August 2016. Und da habe ich dann eben begonnen, die Schule zu besuchen. Das war ein Wirtschaftsgymnasium im 17. Bezirk und habe die 6., 7. und 8. Klasse besucht und daraus folgend auch die Matura geschafft. Ja, es ist nicht nur bei den Flüchtlingen so, dass sie schwierige Momente haben. Einfach, das ist ein Teil des Lebens, das wir alle haben. Es gibt sicher Momente, wo man sagt, boah, na, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Das ist das Ende, eben wie du es gesagt hast. Es kann jedem passieren im Leben, einfach jedem, sogar oft. Aber ich würde einfach empfehlen und sagen, nicht aufgeben. Das ist einfach ein Teil des Lebens. Dass es schwierige Momente gibt, man muss daran bleiben und auch sehr stark und versuchen, die Probleme entweder zu lösen und wenn es nicht geht, einfach so zu lassen und das wird dann mit der Zeit gehen. Aber wichtig ist eben, dass man hier im Kopf auch ganz stark ist und sich Ziele setzt und sagt, ja, das muss ich erreichen und das sind meine Ziele. Und da muss ich schauen, wie ich zu diesen Zielen komme und was ich alles machen muss dafür. Und es wird dann irgendwann klappen, also ganz, ganz sicher, auch wenn es schwer ist, einfach nicht aufgeben. Und wenn es auch ganz knapp wird und man einfach nicht mehr kann, dann muss man eigentlich noch einmal aufstehen und noch einmal und noch einmal. Es gibt einfach kein Ende für einen, der etwas erreichen will, wenn man die Motivation hat, dann kann man es schaffen.